herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Alex und ich zeige euch heute, wie ihr einen super leckeren Rote-Bete-Salat machen könnt mit nur 5 Zutaten. Dazu benötigt ihr Karotten, vorgekochte rote Beete und ein kleines Glas Essiggurken. Dazu Zwiebeln und Knoblauch. Als allererstes schälen wir unsere Karotten, schneiden die dann in der Mitte durch und teilen die dann jeweils nochmal in 4 Teile, soweit es geht, und machen dann kleine Würfel daraus. Als nächsten Schritt machen wir unsere Pfanne heiß, kippen unser Öl da rein und schmeißen die Karotten anschließend nach. Verteilen das Ganze, damit das Öl überall an den Karotten ist. Solange unsere Karotten anbraten, können wir unsere rote Beete auch wieder in gleichmäßig große Würfel teilen, damit das geschmacklich auch alles dann zusammenpasst. Danach können wir unsere Zwiebel auch wieder in gleichmäßig große Würfel schneiden, den Knoblauch anschließend auspressen und gehen dann wieder zu unserer Pfanne, rühren alles nochmal etwas um und schmeißen dann den Knoblauch und die Zwiebel dazu. Wir verteilen das Ganze dann noch in der Pfanne, damit die Karotten den Geschmack von der Zwiebel und dem Knoblauch annehmen. Anschließend können wir dann unsere geschnittene rote Beete in die Pfanne geben und alles zusammen dann nochmal anbraten. Das kann man dann alles so 5 bis 7 Minuten in der Pfanne lassen, bevor wir es dann herausnehmen. Solange unsere rote Beete in der Pfanne anbrät, können wir unsere sauren Gürkchen einmal klein schneiden. Dies auch jeweils versuchen in gleichmäßig große Stücke zu machen, sonst wird das geschmacklich mit den anderen Sachen nicht so ganz passen. Nachdem die rote Beete fertig ist, nehmen wir uns eine Schüssel, packen erstmal alles da rein und lassen das Ganze dann abkühlen. Ist dann einmal alles abgekühlt, können wir unsere sauren Gürkchen dazugeben und vermischen das Ganze zu einem Salat. Wir sind jetzt fertig mit dem Rezept. Wie du gesehen hast, ist es nicht schwer. Wahlweise kannst du am Ende dann noch Salz und Pfeffer dazugeben, wie du es gerne hättest. Ich habe mir dazu noch Hähnchenbrustschnitzel gemacht und lass es mir jetzt schmecken. Mich würde es freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, dieses Video hier likest, damit ich weiß, dass ihr noch mehr Lust auf Videos habt. Und ich wünsche euch guten Appetit. Wir sehen uns.